Das neue 14-Turians Event ist draußen und ich dachte mir, was gibt es Cooleres, als direkt sich da eine frische Karte rauszusuchen und ein SBB zu drehen. Wir haben heute Petri Foot Centurions am Start. 4 Sterne, 91 Dribbling, allgemein sehr coole Allrounder-Werte und der Aufnahmepartner, der sich hier dieser Herausforderung stellt, ist Wakesy. Peace, Freunde, was geht ab? Ich bin auch am Start. Bitte jetzt einmal direkt disliken, dass er mich so genannt hat, wie er mich genannt hat. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da oder wie Wakes gesagt hat, ein Dislike, ist eigentlich egal. Lasst auch ein Abo da auf dem Kanal, würde mich sehr, sehr freuen und ich glaube, wir können auch direkt reinstarten, oder? Sauber, Junge. Was hast du für ein Pullover an? Ja, natürlich. Ich wollte es auch noch eigentlich ansprechen. Hier, geil. Lucid Dreams. Wichtig, ne? Neuer Drop. 2.11.18 Uhr Drop, Freunde. Kauft euch was. Beste Preise, beste Qualität, beste Stoffe. Überzeugt euch selbst. So, ich halt rein. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMOXP ab. Hier kriegt ihr die günstigsten und auch sichersten FIFA-Coins. Mit dem Code Jenk spart ihr dazu noch 5%. Also gönnt euch. Erster Link in der Beschreibung. Hier beide 2 ZMs. Ich habe wieder direkt mal mein Team vergessen. Aber Jenk ist schlau. Er hat sein Team hier offen. Einmal gehe ich in eine andere Liga. Rüdiger. SBC? Nee, Goldkarte. Ah, Müll. Ja, für die SBC hat es heute leider nicht mehr gereicht. Aber dafür eine Karte, die dreimal so teuer ist wie die Ödegaard SBC. Savar Icon. Oh, für mich beste Sechserin. Japanerin oder so? Ja. 1,2 Millionen. Für mich beste Sechserin im Spiel, ich sag ehrlich. Crazy. Die ist krass. Auf die habe ich irgendwie gar keinen Bock. Ich habe Putellas und Gavi aufgeschrieben. Ich dachte, du gehst vielleicht direkt mit Barcelona links oder so. Aber macht der Mann gut. Ich habe auch was für dich. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, dieser braune Zipper ist geistkrank. Ohne Witz. Also für mich, aus meiner Sicht, 11 von 10 sind. Danke. Kommt auch in mehreren Farben raus, by the way. In mehreren Farben. Muss man aber noch abwarten. Die Leaks kommen auf Insta. So, soll ich einfügen? Was hast du an? Nee, ich möchte erst mal wissen, was du an hast. Ich habe den blauen National Security Zipper an. Der mit Frontprint und natürlich auch Backprint in Gelb. Sehr wild. Ja, ist auch wichtig. Den du hast ohne Backprint und ohne so einen dicken Frontprint gibt es auch in diesem Blau. Übrigens. Also kommt auch raus. Deswegen, Leute, checkt ab 2.11. 18 Uhr. So, soll ich einfügen? Jo. Also, mein ZM in der Mitte ist von Barcelona nicht, sondern von Real Madrid. Wenn ich hier schon Barcelona-Spieler drin habe, muss ich auch die Galaktischen mitnehmen. Und da ist Camavinga. Und dann habe ich noch passend dazu Perfect Link. Richtig, du sagst es, Tchouaméni. Ey, ich hätte auf mein Bauchgefühl hören müssen, ne? Wolltest du die ich beiden? Ich habe De Jong aufgeschrieben und einen Galaktischen. Da gibt es halt 4 Stück oder so, was soll ich sagen? Ich habe Modric genommen. Geil. Ja, ich wollte eigentlich Modric und Tchouaméni aufschreiben. Hätte ich einen gehabt, aber egal. Ich lese dich wie ein offenes Buch. Sehen wir dann ingame. Dieses Video wird von Ineba gesponsert. Falls ihr noch zum EAFC statt auf der Suche nach günstigen PSN-Karten, Xbox-Karten oder sonstigem seid oder auch vielleicht Game-Keys, wie zum Beispiel hier EAFC Ultimate Edition für den PC als Beispiel, dann seid ihr hier jetzt bei mir genau richtig. Ineba verkauft nämlich die günstigsten PSN, Xbox-Karten etc. und auch viele günstige Game-Keys. So könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr euch jetzt die Ultimate Edition für EAFC 24 holen wollt, gerne hier über meinen Link eine 100€ PSN-Guthabenkarte für nur 86€ holen. Das heißt, ihr spart 14€. Des Weiteren gibt es ganz viele andere Sachen auf Ineba, wie zum Beispiel Gamekeys. Hier seht ihr schon Steam-Spiele, Xbox-Spiele, PSN-Spiele, sogar Nintendo-Spiele und. Ihr seht es schon, ihr könnt euch theoretisch, auch wenn ihr hier am PC zockt, die AFC FIFA-Points jetzt schon holen für 85€ statt 100€, 12.000 FIFA-Points und ganz viele andere Sachen. Also ganz verrückte Preise auf der Website. Wenn ihr daran Interesse habt, dann checkt auf jeden Fall die ersten Links in der Beschreibung ab. Da ist alles verlinkt, PSN-Karten, Xbox-Karten und. Gönnt euch, Leute. Ineba, super. Erste Position durften wir beide behalten. War aber auch klar, erste Position sind immer ein bisschen schwierig. Komm, ich halt rein und ich sag ehrlich, wenn es der hier ist, dann hab ich dich diesmal gelesen wie ein offenes Buch. Okay, aber ist es der linke Flügel, der Stürmer oder der rechte Flügel? Dann fange ich mit dem anderen an. Hä? Der Stürmer ist es. Okay, der linke Flügel ist eine Hero-Karte. Sein Name ist Jungberg. Super Typ. Okay. Darf ich sehr Schwede. Wahrscheinlich spielen. Oh, ja. Der Stürmer kommt jetzt und das ist Christopher Nkunku. Glaub nicht, dass du den aufgeschrieben hast. Und auf der rechten Flügelposition habe ich dann noch eine weitere Karte und das ist Raheem the Dream. Sterling, aber der Inform und nicht der Gold. Und der ist... So ins Klo gegriffen. Wo? Hier. Habe ich so ins Klo gegriffen. Ne, ich sag es dir. Also da weiß ich auch gar nicht mehr weiter, was ich sagen soll. Ich habe aufgeschrieben...
Rodrigo, Ferran Torres, weil Ferran Torres hat, glaube ich, sogar eine coole Special Card und der ist echt undercover. Und ich habe gesehen, du hast im Stream Kluivert gezogen. Dafür den baust du safe. Digga, der kostet Kluivert 70k Icon. Oder so. Den hätte ich am liebsten discarded aus meinem scheiß Icon-Pack. Wieso soll ich den einbauen? Weiß ich nicht. Ja? Ich habe Coins, du Bro. Ein. Ja, trotzdem dachte ich, du baust den ein. Meine Güte. Ja, okay, komm. Gut. Guter Call. Probier nächstes Video nochmal. Okay, nächstes Video mache ich. Du bist ich halt rein. So. Der frontet mich ganzen Tag schon hier wieder weg. Yeah. Zwei Stunden im Discord-Call, ich würde am liebsten schon wieder auflegen. Den ganzen Tag wird man hier gefrontet. Normal, so. Halt rein. Ja, Rodrigo, zack. Jesus. Und als letztes haben wir Markus. Wer ist Markus? Markus Rashford. Ach so. Ach so. Ah, die Goldkarte. Ich habe Ansu Fati, Ferran Torres und... Und ich warte, und ich warte. Ja, ich warte, und ich warte, und ich warte. Ja, du brauchst nicht warten, mach raus. Hast du Rodrigo? Jesus. Hä? Was? Du hast doch nicht Jesus. Fati, Ferran Torres und Jesus. Ja, das ist ein bisschen schwach von dir, finde ich. Und weißt du, was jetzt passiert? Doch, jetzt spielst du mit dem Bronze-Torwart im Sturm. Das zeigt deine Charakterschwäche, sag ich ehrlich. Warum? Das ist doch geil. Ist du wolltest ja schon immer mal mit dem Torwart im Sturm spielen. Weißt du, wie ich jetzt spiele? Ich spiele mit Kletschers und wenn die dir einen reinknallt, ne, die sieht eigentlich aus wie eine Trainerin oder so. Wenn die dir einen reinknallt, die spielt für die schottische Women's League für Glasgow City und ist 1,70. Ein Skill und zwei Sterne Weakfoot. Wenn sie dir einen reinknallt, dann kannst du ein ganzes Team. Dann zacken du es da, ne? Dann ehrlich, super. Okay, 1-0 für Wakes, Außenverteidiger. So, Freunde der Sonne, nächste Runde, Außenverteidiger. Bis jetzt steht es 1-0 für mich und das auf einer Position, wo man ungern was rausgeknallt bekommt. Ja. Er ist schon rein, oder was? Ja, jetzt. Glaub, ja, wir wissen beide, in welche Richtung das geht. Ich bin, wem bin ich denn nochmal gegangen? Mit Kyle Walker? Ehrlich? Und, ja, und mit, nicht mit, nee, ich bin nicht mit Balde gegangen. Balde wäre ein bisschen zu auffällig. Ah, wo war sie? War eine Frau von Real Madrid. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ah, Olga Carmona. Wie wird die geschrieben? Olga Carmona. Olga Carmona Garcia. Digga. Aber die ist immer noch nicht auf Full und Pedri ist auch immer noch nicht auf Full und hey, das heißt, da habe ich, noch was zu erraten gleich in den Verteidigungen beim Tor. Ja. So, hast du ich einfügen? Ja, aber wen hast du aufgeschrieben? Balde Cancelo. Ja, ist halt schwach, ne? Hä, wieso? Ist schwach. Es zeigt wieder die Charakterschwäche. Ne, immer aufs Offensichtliche gehen. Muss da ein bisschen deep denken bei den Picks. Deep, Digga, wie soll ich auf Olga kommen? Ja, Olga Carmona Garcia. Darf ich jetzt endlich einfügen? Ich möchte auch wissen, ob meine Verteidiger behalten darf. Mhm. Rechts in vom Trippier. Das ist schwach. Warum ist alles schwach, was ich mache? Nerv nicht. Ja, mach. Und links Balde. Ja, das ist nämlich sehr schwach. Darf ich den raustun? Ja, den darfst du mit Liebe raustun. Spaß. Weißt du, wenn du dahin knallen kannst? Ich hab Cancelo. Ach, du bist so ein Wechsler, ne? Ohne Witz. Spaß, ich hab Balde. Ich glaub's dir nicht mehr. Ich hab Balde. Joker? Ja, und zwar Gletscher möchte ich dahin. Heißt die Gletscher? Nein. Ich tu da Dings denn wieder. Wie heißt dieser hässliche Vogel? Dieser, den ich immer nehme. Hier, Talbot. Dieser hässliche Vogel. Ja, Junge, so ein Irländer mit Dings. Guck ihn dir später an. Super Typ. Junge. Aber immerhin hat er keine Geheimratsecken. Doch, hat er auch. Oh, der Arme. Okay, Innenverteidiger. Und Finale. Ich halte mein Board in die Tafel. Mein Board in die Kamera. Und ich sag ehrlich, du hast ja vorhin meinen Stream verfolgt, ne? Ein bisschen. Dann weißt du, dass ich Trapp SBC abgeschlossen habe als Trailblazers. Nö. Genau, den habe ich. Passend zu Trapp kommt hier ein Perfect-Link rein. Muss ich wahrscheinlich noch kaufen, weil ich 100 Picks gemacht habe und der für so eine SBC öfters mal baden geht. Richtig, kaufe ich kurz nebenbei. Ist halt mal nebenbei der Robben Koch geworden. Kennst du den? Mit Koch, nee. Der kocht dir gleich so ein schönes Omelette. Omelette? So, nicht Omelette. Zack. Omelette? Wo ist denn der? Hier ist er. Und dann, weil es so schön ist, haben wir noch eine Icon in der Innenverteidigung, damit auch die Männer auf Full Chemie kommen. Und das ist der Ronald. Thoman. Okay. Irene Saliba Ramsdale. Guck mal hier, Freunde, mit Balde hätte ich auch 33 Chemie, der Beweis. Was soll ich erzählen? Dann kaufe ich mir Coman und in der Zwischenzeit, wo ich ihn mir kaufe, kannst du gerne deine Spiele einfügen. Also, es geht weiter mit einer Frau von Real Madrid. Wer hätte es gedacht? Ich glaube, es ist auch die einzige Lösung gewesen, wie ich noch mit dem Team auf 33 gekommen wäre. Deswegen, ich glaube, sehr stark, dass du sie hast. Ich hätte sie aufschreiben können, aber ich habe sie nicht aufgeschrieben. Glaube ich dir irgendwie nicht. Ich habe Catalan Sosa. Mhm.
Dann habe ich, gehen wir zum Torwart erstmal, auch eine Frau, auch aus der La Liga F, Sandra Panos. Bei der habe ich echt Angst, dass sie nur wegen ihren 1,70 gar nichts hält. Und in Verteidigung, er muss wirklich alles carryen, ne? Lucio. Tschüss. Darfst alle behalten. Lüglich. Doch. Wen hast du aufgeschrieben? Mapi Leon von Barcelona, Militao und Ter Stegen. Boah, lol. Alle durfte ich verhalten. Geil. Achso, hä? Ich wollte gerade wieder mein Board in die Kamera halten. Okay, jeder hat nur einen erraten. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen härter, weil ich keinen Stürmer mehr habe. Aber ansonsten ist es sehr ausgeglichen. Außenverteidiger auch scheiße, ne? Ja, stimmt. Teams sind cool. Ihr seht es im Hintergrund. Teuer. Wir gehen ins Spiel. So. Rapp, Hümann, Petri. Geiles Team. Bin du sehr hast gespannt. Einfach Sandra im Tor. Aber dein Lucio ist ein Endgegner und dein Walker. Das wird schwer, da durchzukommen. Bin sehr gespannt. Und Tim? Ich fand das nicht gut, was du letztes SBB gemacht hast. Wollen wir uns wieder auf die Anstoßbug-Regel einigen? Du bist derjenige, der immer Anstoßbugs macht. Hallo, für mich können wir keine machen. Ja, dann lass ohne machen, aber dann halt das auch ein. Hand geben. Spielball zum Torwart, müssen uns Hand geben. Ja, Hand, hier, zack, gegeben. Hand. Eigentor machen, wenn wir ab jetzt wieder bei Anschussglitch Eigentor. Der Anschussglitch macht, muss Eigentor machen. Aber nur, wenn er Anschussglitch mit Tor macht, ne? Ja, oder halt dann raus eine Torchance entsteht. Okay. Das einmal festgehalten. Mit Gib Clip jetzt den Ball so. Zurück. Nein, du hast gespielt. Ja, wegen, weil ich Hand in die Kamera gehalten habe. Nein, lüg nicht. Okay, Regel zählt nicht. So ein, also das ist so geistkrank, du Schummler, ne? Du bist so ein Schummler. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Ja, Bro. Weil du schummelst und den Ball nicht zurückgibst. Oh mein Gott, Bro. Und dann noch Gritty. Ich mach so Anschlussglitches ab jetzt wieder, ne? Ich mach Hand in Kamera, du nimmst mir den Ball ab, während ich die Hand in Kamera habe. Und danach machst du extra ein Tor aus der Chance, ne? Ja, okay, weiß Bescheid. Power, ja. Nein. Hallo? Oh mein Gott, du hast den Vertrag gebrochen. Nö. Dafür bin ich dich so umgebumst. Mein Gott, oh mein Gott. Was? Das darfst du nicht. Du hast gerade aus dem Anschlusspack ein Torschuss. Ja, habe ich gesagt, dass ich jetzt mache, nachdem du mir den Ball nicht zurückgegeben hast. Obwohl okay, du schon also ab jetzt ohne Fairplay oder was? So ein 31er, ne? Nach 32 Minuten ist das zweite Mal in meiner Hälfte, Digga. Das zweite Mal in meiner Hälfte. Ey, er macht den nicht, Bro. Elva. Oh mein Gott. Ja! Nee. Und jetzt steht's 1-1. Was machst du jetzt? Kannst du noch weiter Zeitspiel machen? Nein, kannst du nicht. 32 Minuten Ball in deiner eigenen Hälfte halten, ne? Hier. Wo blockt Lucio den Ball? Geht nicht. Weil Petri da ist. Oh mein Gott. Oh, mein Torwart. Ja. Mein Torwart. Das wär's gewesen. Okay, but ist das nicht Petri? Elva. Oh mein Gott. Weil er nervös ist und weil er Karma kassiert. Wegen seinem Zeitspiel in der 92. Minute, obwohl es nur eine Minute Nachspielzeit gibt, er drückt Start. Ja, ganzes Team-Discard. Bei Ragequit gibt es ganzen Team-Discard. Ah, ist das geil. Was nervös oder was, mein Freund? So, ich verkaufe jetzt mal ganz gediegen meine Spieler und du kannst dann schön discarden. Oder weißt du, warum der Pass dahin geht? Warum? Weil ich R1 vorher gedrückt habe und der mäßig dahin gezielt hat. Wie R1. Oh mein Gott. Wenn ich R1 drücke, dann zielt der mäßig, also dann ist da dieser Pfeil, diese gestrichelte Linie, wo der Ball hingeht. Und das kannst du nicht mehr umändern. Und der hat dann noch, der ist respektlos, egal. Wir sehen uns beim Discarden. Ist das hart. Ja, GG, Tim. Ja, was soll ich sagen? Ist halt hart, wenn man Zeitspiel macht und dann noch verkackt am Ende. Dann auch noch durch so ein Tor. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ja geistkrank. Ja, was soll ich sagen? Ich bin glücklich, weil du mich halt zum Erdkern schicken wolltest. Deswegen freue ich mich, was passiert ist, aber eigentlich schon scheiße, was da passiert ist. Aber passiert halt, ne? Weißt du, was das Problem ist? Ich habe 6 teure Spieler. Walker, Lucio, Savard, Petri, Rodrigo SBC, Rashford. Also du kannst mich jetzt komplett auseinandernehmen. Weißt du, was mich richtig ärgern würde? Wegen so einem Tor jetzt was Dickes zu discarden. Deswegen sage ich ja, du könntest mich jetzt theoretisch richtig zum Kern der Erde schicken. Deswegen nehme ich deinen linken Flügelspieler. Top. Ehrlich. Lucio oder Sava? Na, Rashford. Auch geil. Nimm ich mit, pack ich ein. Was wäre so die zweite Position gewesen? Rechts ZM. Das wäre Savard gewesen, Bruder.
Hast du stehen lassen? Ich habe komplett alles stehen lassen, außer Oedegaard und Savard habe ich getauscht, weil du immer, also oft, die war links, LZM. Ja, die war eigentlich links, aber ich habe sie rechts hingestellt noch. Weil ich dachte, du nimmst eigentlich immer LZM. Mhm. Egal, wir gehen zum Discard. Ich schmeiß Rashford weg. Es ist toll. Ihr seht es, Leute, ich zeig nochmal Rashford, damit ihr wisst, dass es auch wirklich der Rashford ist. 37 Spiel, 37 Tor, 22 Vorlagen. Ich habe den so gerne in der Weekend League gezockt. Der war echt geil. Egal. RIP 200.000 Münzen. Bei einem Discard ist das schon hart. Aber er ist weg. Lasst gerne nochmal eine Bewertung da. Lasst einen Daumen nach oben da. Lasst ein Abo da. Wir beide sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Leute.